So, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und wir sind jetzt zugange und spielen weiter Starlink. Wir sind immer noch auf dem Planeten Vyrum und sollen hier ja noch ein Arsenal errichten. Das machen wir jetzt. Ich habe schon einen Ausguckspunkt. Ich musste erstmal ein bisschen Kohle zusammen. Oh, warte mal. Hier sind, ich scanne gerne mal die Tiere. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwas Besonderes gibt irgendwann. Aber lass das trotzdem mal machen. Kannst du dich bitte nicht mitdrehen? Und zack. DNA-Profil abgeschlossen. Fauna identifiziert. Super. Guck mal, den nehmen wir auch nochmal. Das ist ein Mortofüßler. Das ist ein Mortofüßler. Der ist echt eklig. Wir können hier Gift über 10 Meter weit spucken. Sei vorsichtig. Echt? Den konnte ich gar nicht scannen hier. Der will nicht gescannt werden. Mist. Naja, gut. Das ist ein Mortofüßler. Der ist echt eklig. Wir können hier Gift über 10 Meter weit spucken. Sei vorsichtig. Okay, der will das anscheinend jetzt erstmal gerade nicht. Läuft immer weg. Also weglaufen ist natürlich scheiße. Na, lassen wir ihn. Wir suchen uns erstmal unsere Stelle, wo wir es aufbauen können. Dann sind wir nämlich schon auf ein wesentliches Stückchen weiter. So. Die Dinger, die hier rumfliegen, die können eigentlich gar nichts anhaben. Ich dachte, die würden vielleicht auch irgendwas... Machen wir mit, nö. Also alles mit hier. Mal alles verhökern, ne? Ein bisschen Geld müssen wir auf jeden Fall sammeln. So, hier können wir unser Arsenal einrichten. Müsste eigentlich jetzt passen. Joa. Materialien übertragen. Gute Arbeit, Boss. Der Legion wird nicht wissen, wie ihr geschieht. Ist auch ein bisschen Strategie drin, ne? Also wie so ein kleines Strategiespiel. Ein bisschen wie... kommt man in Kantke, hier muss man die Sachen errichten, damit man so und so Geld bekommt. So, wir können uns zur Equinox begeben. Oder wir können eine Mission anfordern. Wir fordern mal kurz eine Mission Equinox. An. Equinox, Fox hier. Was gibt es Neues? Vielleicht bergen die seltsamen Bauten der Hüter einen wichtigen Vorteil gegenüber der Legion. Suchen wir ein. Okay. Machen wir. Das machen wir nochmal schnell, ist nämlich nicht so weit weg. Ist ja gleich da vorne. Hui. Einfach mal schauen. Guardian, ja, ist ja unser. Gucken wir uns das mal an. Okay. Okay. Schießen auf mich. Okay, müssen wir uns überlegen, wie es hier gemacht werden soll. Leuchtet im Wischen. Es leuchtet ja gelb. Es leuchtet rot und blau. Das heißt. Aber mit dem Wasser komme ich nicht weiter. Brauche ich dafür eine andere Waffe? Das kann natürlich sein. Gucken wir mal nach. Vielleicht müssen wir da mal den ransetzen. Mal schauen. Die Waffe hat keinerlei Effekt. Diese Hüterrätsel sind ziemlich verzwickt, nicht wahr? Gibt es noch andere Waffen zum Ausprobieren? Was habe ich denn noch? Also ich weiß nicht, ich habe ja leider keinen... kann ich die auch nicht bekommen, ne? Ich habe ja nur diese drei Waffen zu Start bekommen. Also so eine... so eine Waffe hier, so eine Schockwellenwaffe habe ich nicht. Mods haben wir bekommen nochmal, aber werden da ja nicht viel groß dran helfen. Hau dich mal. Die Hüterrätsel sind verzickt, ja, aber ich weiß nicht, was für Waffen ich da einsetzen kann. Auch nicht. Ich dachte vielleicht erst einfrieren und dann die Schockwelle. Meine Forschungen deuten an, dass Türme auf verschiedene Elemente reagieren. Vielleicht mal die Waffen wechseln.
Okay, hä? Jetzt funktioniert das hier? Nee. Ach so, wahrscheinlich nur, wenn es rot ist, kann ich treffen. Ah, okay. Oh Mann, da muss man noch drauf kommen. Und... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so geht. Aber naja. Soll uns egal sein, solange es funktioniert. Diese Daten bestätigen meine Hypothese. Das reichhaltige Leben auf Weiles ist kein Zufall. Der Turm hat Elektrum direkt in den Boden gespeist und so ein rasches Tier- und Pflanzenwachstum gefördert. Okay, wir haben einen weiteren Fertigkeitspunkt bekommen. Ich glaube, wir holen uns noch einen Fertigkeitspunkt, indem wir nochmal irgendwo hingehen und irgendwas reißen hier. Was ist denn hier? Was machen wir? Holen wir uns mal. Güterrelikt. Das holen wir uns nochmal. Ja, ich würde ganz gerne noch ein bisschen weiterkommen. Deswegen müssen wir ein paar Erfahrungspunkte noch sammeln. Wenn ich noch einen Fertigkeitspunkt habe, dann können wir glaube ich viel weiterkommen. Das Wichtige ist ja auch, dass wir die ganzen Fabriken und so errichten, denn dadurch bekommen wir auch, mal gucken, ob irgendwas auf dem Weg liegt, was wir... Okay, wir könnten hier noch vorher fliegen zum Baugelände und da nochmal eine Fabrik errichten, dass die uns was bauen vielleicht. Denn das gibt uns natürlich Geld, die Möglichkeit, noch mehr Geld zu sammeln, während wir spielen. Wir müssen uns damit gar nicht selber auseinandersetzen. Das machen wir kurz. So. Erzeugt Elektrum für dein Guthaben. Können wir das kaufen? Klar. So, das lassen wir bauen. Für uns praktisch. Geht dann wahrscheinlich nicht so. Das macht aber nichts. Aber wir haben jetzt alles erreicht hier. Also es gehört, eigentlich gehört uns das komplett jetzt. Wie ich gerade sehe, rechts. 100% haben wir erreicht. Ja, ich bin echt beschäftigt. Was wir besser? Für Sie tun? Okay, brauchen wir noch ein paar Dinger für? Ne, wir brauchen nicht mehr. Wir holen uns das Relikt jetzt hier. Wo war das da? Das holen wir uns noch schnell und dann fliegen wir ab zur Equinox. Mal sehen, was die für uns tun können. Ja, wie man sieht, man kommt mit allen Waffen auch so recht weit. Man muss nicht immer sich neue Waffen kaufen. Allerdings kann man zusätzliche Waffen nicht freischalten. Also man kann nur die Mods bekommen, aber freischalten kann man leider nichts. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. Ich glaube, man kann sie digital kann man sie nachkaufen. Kostet dann ungefähr die Hälfte von dem, was sie als Plastik kosten würden. Boah, muss man mal gucken, wie man es macht. Also ich glaube, wenn man alle Rätsel, alles entdecken will, braucht man das. Kann man sonst nicht drumrum. Oh. Oh. Was denn? Shit. Der hat mich gleich platt gemacht. Na gut, wir haben Gott sei Dank das andere Schiff noch. Wir damit zurück. Hier müssen wir rauskommen. Oh, rauszoomen. Glaube ich gar nicht platt. So viel Power habe ich gar nicht. Obwohl, doch. Haben wir ihn? Ich glaube, wir haben ihn. Oh. Das kannst du nicht gewinnen. Doch, wir haben es gewonnen. Würde ich sagen. Was passiert da? Gehen wir gleich hin, wenn unsere Energie wieder voll ist. So. Bei der Riese, da muss doch was fallen gelassen haben wir. Genau. Oh, sieht nach was Epischem aus. Gravitationspanzerung. 4. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Sollen wir mal reingucken? Er kann ja so was gebrauchen hier. Das Flugzeug. So, gucken wir mal. Huch. Schiffsmord. Ah, schade, ist nur eins von hier, von denen, ne? Okay, das haben wir jetzt zweimal. Das macht ja nichts. Das können wir dann für den anderen Schiffskern auch noch benutzen. Für das andere Schiff auch noch benutzen. Okay, gehen wir mal hin und gucken, was hier los ist. Ich hätte auch meine Hilfe rufen können, fällt mir rein. Den hab ich nicht gemacht. Das. Starlink-Datenbank aktualisiert. Lebenskraft von Pythos. Ja, das war. Das ist das Einzige, was hier drin war? In diesem.
Anscheinend. Mehr gibt's hier drin nicht, ne? Obwohl, es ist eine riesen Pyramide, da muss man noch irgendwas... Wir können uns mal diesen Mod angucken. Lebenskraft von... Hilft uns der? Oh, da. Haben wir den A-Wing? Ui, 20% und 20%? Präzisionsschütze laden Booster auf. Das ist doch ziemlich cool. Was haben wir jetzt da drin? Was haben wir jetzt da? Jetzt haben wir die Flamme drin. Das ist die? Ne, dann nehmen wir den. Ziemlich cool. So. Noch Level 8 geworden. Sind. Wir stehen auch gleich nochmal auf. Vielleicht müssen wir noch irgendwas erledigen hier, damit wir ein bisschen, noch ein bisschen, heißt das, von hier? Da kurz hin. damit wir zur Equinox fliegen können. Und der Hauptmission weiter folgen können. Was haben wir nachher für noch Missionen? Wir haben noch... Equinox, gibt es noch etwas, das ich tun kann? Etwas Geld zu verdienen kann nicht schaden. Die Leute aus dem Grenzland haben Tonnen in den Ruinen zurückgelassen. Ich schätze, da dürfen wir uns einfach bedienen. Na, das kann sein. Wir werden trotzdem erstmal hierhin eiern. Irgendwas, wie man ins Gefängnis reinkommt. Mal Eingang geben, wollte ich gerade sagen. Zur Erinnerung. Artefakte aus der Ära des Elektrumrausches sind bei Prospector-Siedlern heiß begehrt. Datenentschlüsselung wird gestartet. Bald erledigt! Hey du, Zeit, gute Nacht zu sagen. Oh, das sieht nicht gut aus für dich. Diese Verlierer kommen sobald nicht wieder. Gute Arbeit. Oh, oh. Du bist an den falschen Ort geflogen, Mann. Hab keine Wahl, ich muss dich abschießen. Also sie sagen auch ihre dummen Sprüche. Selbst wenn sie am Verlieren sind so ein bisschen, ne? Ja, du bist erledigt. Oh. Heck doch mal ein bisschen schneller da. Oh oh. Oh oh. Nein! Oh, haben wir noch ein Schiff? Wir haben kein Schiff mehr, ne? Geht. Oh, das ist ja blöd. Müssen Respawn drücken. Macht aber nichts. Das macht aber nichts. Denn es ist ja nicht so weit gewesen. Ein kleines Stückchen nur. So. Kurz überlegen. Haben wir die Pyramide denn trotzdem eingenommen? Also bleibt das trotzdem drin für mein Schiff? Das möchte ich gerne wissen. Ja, okay. Gut. Beide meine Schiffe sind auch wieder da. Das ist ja noch viel wichtiger zu wissen. Ja, okay. Gut. Wir könnten theoretisch zu Equinox fliegen, weil wir haben ja alles erreicht, was man erreichen kann. Wir können ja nochmal unseren Piloten einen Punkt, zwei Punkte vergeben. Wir haben zwei. Also gucken wir, hier ist das. Passive Fähigkeitsaufladung Geschwindigkeit. Das machen wir einmal. Plus 100% Schaden. Intensive Trainingsmodus aus Corina verbessert die Verteidigung des Flügelmanns. Okay. Erhöht die Landschaft seiner Freunde, verbindet den Anfänger des Flügelmanns. Brauchst noch zwei? Achso, okay. Gut, mehr können wir nicht machen. Lass uns mal hochfliegen zu Equinox. Hat er wieder einen Fertigkeitspunkt bekommen? So, Equinox. Weilum haben wir sozusagen ja alles erreicht. So, wo ist die? Am Arsch der Welt. Oh, warte. Auch die Schnellreise machen. Auch viel schöner. Hätte jetzt auch keine Lust gehabt, wieder gut, den ganzen Weg hinzufliegen. Schnell zurück in den. Was ist das? Fox, Vorsicht! Wer ist der denn?
Oh. Ich bin keine Bedrohung, also nicht schießen. Okay. Oh, verstehe. Du bist der Grund, warum Sage durchdreht. Ihr habt schwer Alarm gemacht. Zuerst zu Natas, dann Vylas. Ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Was willst du hier? Wäre einfacher, wenn ich es dir zeige. Okay. Ich kann nur hoffen, dass ihr alle noch lebt. Mehr bleibt nicht viel Zeit. Ich bin auf einem Riesenschiff. Einem Dreadnought. Es setzt diese seltsamen Dinger frei. Sie sind riesig. Ein Verrückter und sein Kult stecken hinter all dem. Grax. Grax, er brauchte mich, weil... Was jetzt wichtig ist, ist, dass ihr diesen Dreadnought zerstört. Die Koordinaten sind in dieser Nachricht verschlüsselt. Durchsucht den Raum, bevor... Okay, wir wissen, dass er lebt. St. Grant, er lebt! Die ganzen Primes müssen aus diesem Dreadnought kommen. Er schafft es nicht mehr lange. Wir müssen ihm helfen. Moment, wo kommt das her? Wer bist du? Grax hat mir jemanden genommen. Ich will ihn aufhalten. Und euer Freund hat mir gesagt, dass ihr genau das vorhabt. Und das werden wir. Kommt schon, Leute. Endlich wissen wir, wo St. Grant ist. Das ist unsere Chance. Ich weiß. Okay, aber du gehst nicht alleine. Wenn wir es tun, tun wir es gemeinsam. Okay. Ja, ich bin dabei. Nur nicht so hastig. Die Dreadnoughts werden von den Primes angetrieben. Wenn da draußen noch Primes sind, steht dir ein Kampf bevor, den du vielleicht nicht überstehst. Ich aktualisiere die Sternkarte mit den Koordinaten. Wenn du nah dran bist, sag Bescheid. Wir schicken dann die Kavallerie. Klingt gut. Ich gebe Bescheid, sobald ich da bin. Fliegen wir mal dahin. Schauen wir uns das mal an. Dreadnoughts platzieren Primes auf Planeten. Zerstöre Primes, um den Dreadnought zu schwächen. Primes platzieren Extratoren auf den Planeten. Zerstöre Extratoren, um den Prime zu schwächen. Extratoren schicken Stoßtrupps, die Außenposten angreifen. Zerstöre sie, um deine Verbündeten zu schützen. Okay. Eine normale Hierarchie, würde ich sagen. Starlink-Datenbank aktualisiert. Schauen wir uns das mal an. Wer so kann, der Dreadnought. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Ah! Oh, shit. Uns ist ein Lebender ins Netz gegangen. Okay. Oh. Na, dann wollen wir mal. Ups, hab ich dich erwischt? Aussteigen, aussteigen! Ja. Bei dir. Mehr. Das glaube ich kaum. Alle mal Rückzug! Bächling. So, weiter geht's. Gehen wir mal gleich heran. Wup, wup. Schauen wir uns erstmal an von nahen an. Warnung: Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Nerven diese Fallen, oder? Okay, Leute. Ich nähere mich dem Dreadnought. Moment, Sage empfängt einen lokalen Funkspruch der Legion. Aber er verwendet nicht den Verschlüsselungscode. Ich leite ihn weiter. Ich bin auf dem Dreadnought. Ich versuche einen Weg hinaus zu finden, aber ich weiß nicht. Tut mir leid. St. Grant! Razor, sag ihm, dass wir hier sind. Es ist eine Aufzeichnung. Ich weiß nicht, ob ich uns durchstellen kann. Du musst es versuchen. Was glaubst du, was ich hier mache? Die Sache ist die, solange dieses Ding aktiv ist, kann niemand etwas ausrichten. Verstehe. Aber wie schalten wir es aus? Auf Kurs bleiben. Wir schätzen die Situation von dort ein. Das war einer. Ich sehe den Dreadnought. Kaum zu verwechseln. Soren, du hast uns hergebracht. Irgendeine schlaue Idee? Es führt nur ein Weg an der Panzerung vorbei. Aber er wird dir nicht gefallen. Als erstes müssen wir die Batteriekanonen ausschalten. Okay. Auf ein neues.
Was ist mit Sam Grant? Ich arbeite noch daran. Okay, also erst die Batterien ausschalten. Was für ein Schiff da oben? Das mal angucken? Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Wow, das war knapp. Oh, das sieht nicht gut aus für dich. Sieht wirklich gut aus. Mal weg hier. Glaub, schaffen wir nicht. Ja, hau lieber ab. So, jetzt können wir wieder die richtige Position geben. Da ist der Dreadnought. Ja, aber ich würde sagen, den greifen wir beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.